wir kümmern uns jetzt um den Sport, um den Bewegungsapparat. Ob der Marathon so altersfördernd oder alterseinschränkend ist, ist die große Frage. Jedenfalls ist das eine wirklich große körperliche Herausforderung, die viele, nämlich genau 40.000 Menschen, kommenden Sonntag wieder auf sich nehmen werden, weil es Spaß macht, weil sie es wissen wollen, wie auch immer. Der Vienna City Marathon findet statt und meine Kollegin Lisa Veitz ist jetzt in der Zielgeraden. Ja, heute schon im Ziel. Da geht es natürlich um die letzten Vorbereitungen, die dort getroffen werden. Einen schönen guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, liebe Eva. Guten Morgen, Österreich. Ja, am Sonntag ist der 40. Vienna City Marathon. Fast 40.000 Menschen haben sich auch dazu angemeldet. Und es sind ganz schön viele, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Dazu jetzt guten Morgen, Katrin Widu, Organisatorin des Vienna City Marathons. Was sind denn jetzt so kurz vor dem Ziellauf, kann man sagen, die letzten Vorbereitungen? Was passiert aktuell noch? Guten Morgen, wir stehen hier am Rathausplatz. Hier wird aufgebaut, sodass für morgen ab Mittag alles bereit ist. Wir haben die letzten Tätigkeiten hier wirklich im Zielbereich. Und ja, und dann sind wir ready für die Läuferinnen und Läufer. Heuer 40-jähriges Jubiläum. Sie selbst sind auch schon einige Jahre, kann man sagen, seit 2005 dabei. Was war bis jetzt Ihr persönliches Highlight? Mein erster Marathon 2005, weil da war ich das erste Mal in der Organisation mit dabei und diese vielen Menschen über die Reichsbrücke laufen zu sehen und dann die strahlenden Gesichter im Ziel, die Emotionen werde ich nie vergessen. Aber jeder Marathon und jedes Event hat so seine ganz speziellen Momente und ich freue mich aber ganz besonders auf diesen, weil wir einfach nach den letzten 2,5 Jahren wieder in Richtung alte Stärke zurückgekehrt sind. Jetzt sind es heuer ja auch wahnsinnig viele Menschen, also wenn man sich an letztes Jahr erinnert, da konnte man sich kurz vor dem Marathon noch super anmelden, heuer gar nicht mehr möglich. Haben Sie mit so einer Masse oder mit so einem Andrang auch gerechnet? Nein, das übertrifft schon ehrlich gesagt ein bisschen unsere Erwartungen auch. Ja, wir sind natürlich wirklich froh darüber und glücklich darüber, dass so viele Menschen da Teil dieser Veranstaltung sein wollen. Aber ja, wir freuen uns auf jeden und jede, die sich da bewegt und mit dabei ist. Wie geht es jetzt weiter? Wenn man an den Marathon denkt, wenn man an diese Bilder denkt, man sieht viele, viele Massen, die in Bewegung sind, man sieht viele Menschen, die da dann auch stehen und jubeln. Jetzt sprechen wir nochmal das Jubiläum an, 40 Jahre. Gibt es da irgendwas Spezielles heuer? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben fürs Jubiläum die Prater Hauptallee in den Fokus gelegt. Die Prater Hauptallee, ein Viertel der Marathonstrecke, verläuft durch diesen Teil der Stadt. Und als Welterbe der Leichtathletik von World Athletics ausgezeichnet, ist sie einfach ein ganz spezieller Teil. Ja? Und wir haben ganz viele Entertainment-Hotspots in der Prater Hauptallee für die Läuferinnen und Läufer. Von Wiener Städtische Motivation Mile mit Videos, wo die Läuferinnen und Läufer angefeuert werden. Ja. Über Trommler, Beatboxer, DJs, Moderation. Also es wird die Prater Hauptallee wirklich ein schöner, richtig cooler Streckenteil. Vor allem haben Sie ja vorher gesagt, ich selbst bin ja, muss ich gestehen, keine Läuferin, aber das ist ja auch noch irgendwie ein sehr schwieriger Kilometer, oder? Also ja. Kilometer 35 oder ich weiß nicht. Was ja, ist es ist aufgeteilt, also für die Marathonläuferinnen und Läufer am Ende, also circa Kilometer 35, da wird es natürlich schwer und da läuft man noch einmal raus Richtung Lusthaus, von der Meiereistraße Richtung Lusthaus und wieder zurück. Und das ist natürlich ein Teil, der schon, weil es ist gerade und man ist schon auf den letzten Kilometern unterwegs und hier gibt es Musik, hier gibt es Motivationssprüche auf dem Boden, auf der Hauptallee und wir freuen uns sehr darauf, dass wir den Läuferinnen und Läufern so ein bisschen helfen können, gut über diesen Teil zu kommen. Vorhin haben Sie mir verraten, selber sind Sie noch nicht den ganzen Marathon gelaufen, aber den Halbmarathon. Jetzt können Sie ja trotzdem ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ist es wichtig, dass da dann jemand steht und jubelt? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, also bei meinen Halbmarathon, die ich gelaufen bin, ich habe mich über jeden gefreut, der an der Strecke mir das Gefühl gegeben hat, mich durch diese Distanz zu tragen. Ja? Und jeder, der da wirklich anfeuert und mit dabei ist, und das ist ja vielleicht auch der Aufruf an die Wienerinnen und Wiener am Sonntag, wirklich stellt euch an die Strecke, helft unseren Läuferinnen und Läufern gut ins Ziel zu kommen. Okay. Die nicht mitlaufen, die nicht mitjubeln und vielleicht mit dem Auto unterwegs sind, was kommt auf die zu? Ja, natürlich, also der Marathon ist 42 Kilometer lang. Vielleicht, Wien hat ein richtig großartiges öffentliches Verkehrsnetz, vielleicht wirklich das Auto zu Hause lassen. Es gibt aber für alle, die das Auto dennoch brauchen, auf unserer Website und auf der Website von ÖAMTC ganz genau aufgelistet, welche Straßensperren es wann, in welchem Streckenabschnitt und in welchem Stadtteil gibt. Wichtig ist vielleicht hier der Ring, weil wir stehen hier ab 20 Uhr heute gesperrt.
Okay, ab heute schon. Gut, ja. Vielen lieben Dank fürs Aufstehen, für diese Informationen. Liebe Eva, damit zurück zu dir ins Studio. Ich danke vielmals. Ja, ein wichtiger Punkt, auch die, die nicht mitlaufen und vielleicht einen Ausflug machen wollen, da kommt man schwer raus aus der Stadt. Bitte schauen Sie sich das noch einmal genau an mit den Straßensperren. Betrifft viele Straßen auch zeitlich gestaffelt. Natürlich beginnt das Ganze bei der Reichsbrücke. Da ist zum Beispiel dann, ja, manche Straßen noch nicht gesperrt, aber je länger der Lauf dauert, desto mehr Straßen betrifft das dann auch. Alles Gute für den Marathon am Sonntag und die